My dear friends, welcome to this Abendbrot, the evening telecasting. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen bei diesem Abendbrot-Programm von Trail TV. Today is the fourth day. Heute ist der vierte Tag. And we have heard many people had a very good experience streaming and also seeing this through YouTube. Und wir haben schon viele positive Reaktionen bekommen von Zusehern, die das live mitverfolgt haben oder auf YouTube verfolgt haben. It is not a milk, but it's a solid bread. It's es a solid ist, food. Es ist keine Milchnahrung, sondern es ist solides, gutes Brot, was ihr da bekommt. Yes. You should excuse me if some of you have difficulty to understand. I will pray for you, so that you will understand it. Bitte verzeiht, falls ihr manche Dinge, einige von euch nicht verstehen. Wir beten weiter für euch, dass ihr dies verstehen könnt. Today, from morning, I have been praying for what we have to speak today, and the Lord inspired me. Seit heute Morgen habe ich gebetet, was wir heute am Abend euch erzählen werden, und der Herr hat mich dazu inspiriert. The inspiration is to speak more stronger content. Und zwar noch einen stärkeren Inhalt zu geben. See, it is very interesting. We already have this faith within us, but es ist sehr interessant. Wir haben bereits diesen Glauben in uns. It's like a gift given to us. Es ist ein Geschenk, das uns schon gegeben ist. Yes, it is a gift. Ja, es ist ein Geschenk. But it is so great a gift. Aber es ist so ein großartiges Geschenk. It is so mysterious a gift. Und es ist so ein geheimnisvolles Geschenk. It is so inexhaustible a gift. Und es ist so ein unerschöpfliches Geschenk. It is an eternal gift. Es ist ein ewiges Geschenk. It is an invisible gift. Und es ist ein unsichtbares Geschenk. Therefore, we need a divine wisdom and the help of the Holy Spirit. Und dafür brauchen wir göttliche Weisheit und die Hilfe des Heiligen Geistes. The word which I want to use here is the content of faith. To understand the content of the faith which we already have. Den Begriff, den ich euch heute beibringen möchte, ist Glaubensinhalt, was der Inhalt unseres Glaubens ist, den wir bereits haben. This word I learned from the apostolic letter of Pope John Paul II. Ich habe dieses Wort selbst gelernt aus einem apostolischen Schreiben von Johannes Paul II. It is an apostolic letter to Europe, Ecclesia Europa. Und es ist ein apostolisches Schreiben, das sich an Europa richtet, nämlich Ecclesia Europa. Wherein he says, Europe, more than or nearly 90% people, population of Europe are baptized Christians. Wo er drin beschreibt, dass 90% der Europäer getaufte Christen sind. It was the time when he wrote it, maybe in 1985 or 1990. Ja, also die Zeit, als er das geschrieben hat, war vielleicht 1985 bis 1990. And he says, but only few Christians are practicing. Und er sagte, aber nur wenige dieser getauften Christen sind praktizierende Christen. And many of the baptized persons, majority of the baptized persons do not know the content of their faith. Und die Mehrheit dieser getauften Personen kennt überhaupt nicht den Inhalt ihres Glaubens. My dear friends, meine lieben Freunde, for last 25 years I am learning. Ich lerne jetzt schon die letzten 25 Jahre. I am still a student of faith. Ich bin noch immer erst ein Student des Glaubens. So there is always possibility to learn into higher level of faith. Denn es gibt immer die Möglichkeit, eine noch höhere Stufe des Glaubens zu erreichen. I am more than 60 years old, still I am learning. Ich bin jetzt schon älter als 60 Jahre und bin noch immer ein Lernender. So, my dear friends, do not be upset if some of the points when you hear you don't understand. Meine lieben Freunde, macht euch keine Sorgen, wenn ihr einige der Dinge, die ich erzähle, noch nicht verstehen könnt. But be positive that this ununderstandable, that is such deeper things are already given to us. Sondern seht es positiv, dass nämlich diese unaussprechlichen oder euch noch nicht erklärbaren Dinge euch sogar schon gegeben sind. That's why Jesus said, it is a kingdom of God is like a pearl hidden in the field. Darum sagt Jesus selbst, das Reich Gottes ist wie eine Perle, die auf einem Acker vergraben ist. Those whoever find this, he will bury it again
and sell everything and buy that whole land in order to get this pearl. Wer auch immer diese Perle gefunden hat, wird sie schnell wieder eingraben und wird gehen, alles verkaufen, um dieses Stück Acker zu kaufen. And my dear friends, it is my experience. Meine lieben Freunde, dies ist auch meine Erfahrung. I left everything. Ich habe alles verlassen. When I recognized this mystery of this pearl. Als ich dieses Geheimnis dieser Perle erkannte. And you see, we are in Marienhilferstraße in Vienna, in such a prominent place. God has given me a studio and all these possibilities to transmit the story of this pearl. Und ihr seht, wir sind hier auf der Marienhilferstraße in Wien, auf einem sehr berühmten Platz hat mir der Herr dieses wunderbare Studio gegeben, damit wir sozusagen den Inhalt dieser Perle an euch weitergeben können. Marienhilferstraße. Auf der Marienhilferstraße. Oh, Maria, help us. Maria, hilf uns. So, let us now go into depth of our faith. Also gehen wir jetzt in die Tiefen unseres Glaubens. Again, we understood yesterday more about the mercy of God revealed through Jesus Christ. Gestern haben wir noch mehr gelernt über die Barmherzigkeit Gottes, die durch Jesus Christus offenbart worden ist. We also understood this mercy was existing from the beginning. Wir haben auch verstanden, dass diese Barmherzigkeit schon von Anfang an existiert hat. When God created the mankind, als Gott die Menschheit erschaffen hat, he created like him, hat er sie wie nach seinem Abbild, wie ihn geschaffen. Yes. In New Testament, when Jesus says, be merciful, be perfect like your father is perfect. Und Jesus sagt ja, es heißt im Neuen Testament, seid vollkommen, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist. How can you and me be perfect like heavenly Father? Wie können du oder ich, wie können wir so perfekt und vollkommen sein wie der himmlische Vater? It's not easy to understand this. Es ist nicht einfach dies zu verstehen. But if you think in another way, that perfect God has created you and me like him. Aber wenn du es wieder von der anderen Seite bedenkst, dieser vollkommene Gott hat mich und dich erschaffen nach seinem Abbild, so wie ihn. Ja. Oh, simple. Ganz einfach. Recognize that. Erkennt dies. I asked somebody few days back. Vor wenigen Tagen habe ich jemanden gefragt. Why God created you? Do you know that? Warum hat dich Gott erschaffen? Weißt du das? How God created und you. Wie hat Gott dich erschaffen? This man was more than 30 years old. Dieser Mann war älter als 30 Jahre. But he could not answer this. Aber er konnte es nicht beantworten. He is a married man having children, er a Catholic. Ein verheirateter Mann, er hat auch Kinder, ist ein Katholik. So, I am not blaming him. This is a mystery. Even God, how God created us itself is a mystery. Ich will hier niemanden bloßstellen. Ich will damit nur ausdrücken, dass sogar warum Gott oder wie Gott uns erschaffen hat, ein Geheimnis ist. And that is the first point we must learn about our faith. Das ist der erste Punkt, den wir über unseren Glauben lernen müssen. When we proclaim the credo, we say, I believe in God. Wenn wir das Credo bekennen, das Glaubensbekenntnis sprechen, dann sagen wir, ich glaube an Gott. I believe in God, Almighty, Creator of heaven and earth. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. But who is this first I? Wer ist dieses erste Ich? We always say, who is God? Wir sagen immer, wer Gott ist. God is Creator. Gott ist der Schöpfer. Almighty. Der Allmächtige. Father. Der Vater. Yes, very good. Das ist gut. But who am I? Aber wer ist dieses Ich? So whenever we proclaim this credo, it is understood we have this answer for this. We understood who am I. Also wer auch immer seinen Glauben, diesen Glauben bekennt, muss sich dessen bewusst sein, wer ist dieses Ich? Oh. When I have explained this to some people, they're astonished. They felt so joy in their heart. Und als ich das einigen Leuten erklärt habe, waren sie so erstaunt und freudig überrascht darüber in ihrem Herzen. We have a human thinking of looking at us
All our problems, all our sicknesses, all our sinfulness. Wir sehen uns mit einer sehr menschlichen Denkweise an. Wir sehen uns in unseren Problemen, in unseren Krankheiten, in unseren Schwächen. Yes, problem, problem, problem. Probleme, Probleme. But we must look deep behind that problem. Aber wir müssen hinter diese Probleme sehen. There is a person. Da ist eine Person. In the likeness of God. Die Gott ähnlich ist. So the first chapter of the Bible, in the Genesis, the main focus of Genesis is creation, but creation of man as a unique person. Also im ersten Kapitel der Genesis, da ist sozusagen dieser Augenmerk auf die Erschaffung des Menschen, des Mannes, aber sozusagen nach dem Bild Gottes, als einzigartiges God Wesen. Made everything. Gott hat alles erschaffen. For man. Für den Menschen. But God made man for God. Aber Gott hat den Menschen erschaffen für Gott. Yes. So after creating everything, also nachdem Gott alles erschaffen hatte, in Genesis chapter 1:26 says, heißt es in Genesis 1:26, then God said, dann sprach Gott, let us create man in our own image and likeness. Lasst uns Menschen machen nach unserem Abbild und uns ähnlich. Yes. Let us. Lasst uns. Who are these us? Wer ist dieses uns? So we understand that this God is one, but in that one God there are three persons: Father, Son and Holy Spirit. Wir wissen ja, dass Gott nur einer ist, aber in dieser Einheit sind drei Personen: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. But they are one. Aber sie sind eins. In that image. Und nach diesem Bild. God created man. Hat Gott den Menschen geschaffen. This is the basic aspect of our faith. I believe. Das ist diese Grundlage des Glaubens. Ich glaube. Yes, I am. Ich bin, created by God, ich bin von Gott erschaffen, like God. Und zwar nach seinem Abbild. And so what is this aspect of likeness and image? Also worum geht's da bei diesem Gott ähnlich sein und nach seinem what Bild? What is that image means? Was bedeutet dieses Bild? Often I ask, but it's not easy to answer this. Ich frage oft danach, aber es ist schwierig zu beantworten. Some people say that is love, that is his holiness. Manche Leute sagen, das ist die Liebe, das ist seine Heiligkeit. That is his mercy. Es ist seine Barmherzigkeit. All that are emotions comes out from God. All diese Gefühle oder Wesensausdrücke kommen aus Gott. But first of all, in the Catechism, paragraph 357 says. Aber im Artikel 357 im Katechismus heißt es zuerst. God created man as a person. Gott hat den Menschen als Person geschaffen. Yes, that is the image of God. Das ist das Abbild Gottes. God is the first person. Gott ist die erste Person. And he made only human being as person. Und er hat nur die Menschen als Personen erschaffen. And that is where the dignity of the human personality is to be understood. Und das muss sozusagen, so muss auch die Würde der menschlichen Persönlichkeit verstanden werden. Yes. And to go in little more detail, um ein bisschen ins Detail zu gehen. We have a very good dog. We love dog and cat. Wir haben zum Beispiel einen schönen Hund zu Hause oder eine Katze. Wir lieben unsere Tiere. But dog is not a person. Aber ein Hund ist keine Person. A cat is not a person. Und auch deine Katze ist keine Person. We have a wonderful horse, so beautiful. Wir haben ein schönes Pferd. But that horse is not a person. Aber auch dieses Pferd ist keine Person. In India we have a lot of elephants, beautiful elephants. In Indien haben wir wunderschöne Elefanten. But elephant is not a person. Aber auch Elefanten sind keine Personen. We eat very good fish. Wir essen sehr gerne Fisch. But that fish is not a person. Auch dieser Fisch ist keine Person. We have a lot of beautiful garden with the wonderful flowers. Wir haben wunderbare Blumen in unseren Gärten stehen. But that is not a person. Aber auch das sind keine Personen. And what not
Look at the sun and moon and the stars, what God created, so mighty ones, but they are not persons. Und wenn ihr euch die wunderbaren Gestirne anschaut, Sonne, Mond und Sterne, sie sind so wunderbar und trotzdem ist keiner eine Person. Your house you made with great love, but that is not a person. Das Haus, das du mit viel Liebe und Mühe errichtet hast, es ist keine Person. You love your auto soul. Much, no, don't allow even somebody to touch that. Du liebst dein Auto so sehr und erlaubst manchen Leuten nicht einmal es zu berühren. But that is not a person. Aber dein Auto ist keine Person. All this I said to recognize this mystery of our own life. All dies sage ich, damit wir das Geheimnis unseres eigenen Lebens erkennen. You are a person exactly like God. Du bist eine Person, genauso wie Gott Person ist. It is difficult to accept this and to understand this, then we have to only pray to Holy Spirit, give me the gift of understanding, give me wisdom and knowledge. Es ist schwierig, das anzunehmen und auch das zu verstehen, deshalb müssen wir zum Heiligen Geist beten, gib mir Erkenntnis und gib mir Verständnis. Sometimes children ask me, Thomas Paul, we heard or we learned in the science at the school that man was created from monkey. Manchmal sprechen mich Kinder darauf an, Thomas Paul, wir haben in der Schule gelernt, dass der Mensch vom Affen abstammt. Think about that. Denk darüber nach. Man is a person. Ein Mensch ist eine Person. Is monkey a person? Aber ist ein Affe eine Person? I asked this child. Ich habe dies die Kinder gefragt. He is of that. He knows that monkey is not a person. Und ein Kind weiß, dass ein Affe keine Person ist. And immediately he realized, aha, that is true. Und sofort geht ihm dann das auf. Aha, das ist ja wahr. Yes. How can a person come out from a monkey? Wie kann denn eine Person von einem Affen abstammen? So, when we recognize. And also another point coming to my mind now. Somebody said, oh, Thomas Paul, you are from India. I was 10 years in India in the ashrams and gurus. There I have learned about reincarnation. Etwas anderes, was mir jetzt plötzlich einfällt. Ich bin ja aus Indien und manche Leute sprechen mich dann an und sagen, Thomas Paul, ich war selber auch in Indien bei den Ashrams, bei den Gurus 10 Jahre lang. And they think, I also believe in reincarnation. They say, oh, you all Indians believe in reincarnation. Und die Leute glauben dann oft, dass ich an Reinkarnation glaube. I said, no. Und ich sage, nein. I don't believe in reincarnation. Ich glaube nicht an Reinkarnation. That is not truth. Das ist nicht die Wahrheit. Truth is, every human being lives only once. He is created to live only one life. Die Wahrheit ist vielmehr, dass jeder Mensch nur einmal lebt. Er ist geschaffen, um dieses eine Leben zu leben. And this woman was shocked. Und die eine Frau war schockiert, als sie das What? Hörte. 10 years I have been learning this about reincarnation. Was? 10 Jahre lang habe ich das aber gelernt über die Reinkarnation. I said, you are a Christian. Und ich sagte, ja, du bist eine Christin. Do you believe what is written in the Bible? Glaubst du, was in der Bibel geschrieben steht? Yes, I believe. Ja, ich glaube. So what is the first chapter in Word chapter 126 says? Also was ist das erste, was in Genesis 1:26 gesagt that wird? God created man in God's own image and likeness. Dass Gott den Menschen erschaffen hat nach seinem Abbild und ihm ähnlich. Is there a reincarnation for God? Ist da die Rede von einer Reinkarnation für Gott? Will God die? Wird Gott sterben? What is the life of God? Was ist das Leben Gottes? Oh, life of God is surely eternal. Naja, das Leben Gottes ist sicher ewig. That means the likeness of God. That is the meaning of likeness of God. Und das bedeutet auch, Gott ähnlich zu sein. Likeness means how is the life of God? Im Ähnlichsein bedeutet, wie ist denn das Leben Gottes? God is eternal. Gott ist ewig. God is spirit. Gott ist Geist. In the Catholic Catechism, paragraph 1703 says. Im Katechismus der Kirche. 1703. Im Artikel 1703 heißt es. That human being is the only creature God created with a spiritual and immortal soul. Dass der Mensch das einzige Geschöpf ist, der mit einer
geistigen und unsterblichen Seele ausgestattet So ist. God created man destined to eternity. Also Gott hat den Menschen erschaffen und ihn schon bestimmt für die Ewigkeit. Yes. He has a destination planned even before the foundation of the world. Denn er hat dieses Ziel schon gesetzt noch vor der Erschaffung der Welt. We already said it day before yesterday or day before yesterday. Wir haben es vorgestern Matthew schon gehört. Matthew chapter 25:34 says. In Matthäus 25:34 Then da the heißt king es, will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Matthäus 25:34. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. So, now, this is in connection with creation, because dies ist auch in Verbindung mit der Schöpfung. But the matter, Jesus is referring about the end. Aber Jesus spricht hier schon vom Ende. But what is the end? Aber was ist das Ende? That is why we say world without end. Darum sprechen wir ja von einer Welt ohne Ende. Ohne Ende. Ohne Ende. God has no end. Denn Gott hat kein Ende. A human being has no end. Ein Mensch hat kein Ende. Because he is created in the image and likeness of God. Denn er ist Gott ähnlich und nach seinem Abbild geschaffen so worden. So you and me, also du und ich, we are person wir like sind, God. Wir sind Personen, so wie Gott es ist. We have a soul like God, spirit. Wir haben eine Seele, so wie Gott Geist ist. We have a life like God that is eternal. Und wir haben ein Leben wie Gott, nämlich ein ewiges. Once we able to accept this, wenn wir dies einmal annehmen können, then we have made a platform to launch a rocket. Dann haben wir eine Plattform geschaffen, sozusagen, um einen Felsen auszureißen. You know, in the space shuttles, America, Russia, England, so many people have sent space shuttles. Also ihr wisst, dass so viele Länder schon Raketen ins Weltraum geschossen haben. What's important to launch a rocket? Was ist wichtig, um eine Rakete abzuschießen? You may, one may make a rocket, but to launch that, you need a double weighing foundation to hold this to launch. A platform, also a pad, eine, a launching eine pad. Rakete zu machen ist das eine, aber um sie sozusagen hochzuschießen, ist noch einmal etwas anderes, denn man braucht eine doppelte Plattform, um sie sozusagen überhaupt starten zu können. If the rocket has 1000 ton weight, you need 2000 ton weighing the platform. Also wenn du sozusagen 1000 Tonnen Rakete hast, dann brauchst du eine 2000 Tonnen Plattform. That is how. If I have to preach this word of God to you, I need a double power of the faith to also, preach this. Wenn ich dir jetzt dieses Wort Gottes verkündige, dann brauche ich den doppelten Glauben, um dir das zu predigen. Halleluja. Halleluja. So all those who are listening to me. Also ja, alle, die mir jetzt zuhört. You can be also a preacher. Ihr könnt auch Prediger werden. I am like you. Denn ich bin einer von I am euch. Not a priest. Ich bin kein Priester. I am an ordinary human being. Ich bin ein ganz normaler Mensch. A Catholic. Ein Katholik. Baptized and confirmed and every day Holy Eucharist I receive. Und ich empfange jeden Tag die Heilige Eucharistie. I recognize my identity. Aber ich weiß, wer ich bin. Ich kenne meine Identität. I recognize my dignity. Ich kenne meine Würde. I know where I am going. Und ich weiß, wohin ich gehe. I will stand on the right hand of the Father. Und ich weiß, dass ich zur Rechten des Vaters stehen werde. As God has promised. So wie Gott es verheißen Because hat. He destined me for that. Denn er hat mich dafür bestimmt. He created me like himself. Er hat mich geschaffen, so wie er ist. With the personality mit of einer God. Persönlichkeit Gottes. With the dignity of God. Mit der Würde Gottes. With the spirit of God. Mit dem Geist Gottes. With the life of God. Und mit dem Leben Gottes. Now, this is what Jesus said, before the foundation you are destined to stand on the right side of the king. Darum sagt Jesus auch schon vor der Erschaffung der Welt seid ihr bestimmt worden zur Rechten Gottes zu stehen. And that is why we make the sign of the cross in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Und darum bekreuzigen wir uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes von links nach rechts. Yes. Maybe because of the original sin we were tarnished because of our dignity was tarnished, but Jesus has regained through his death.
Also durch die Erbsünde ist unsere Würde angegriffen worden, aber Jesus hat sie wieder gewonnen durch sein Leiden, Tod und Auferstehung. So, hereinafter, whenever you make a sign of the cross, believe this through the cross. Also glaubt, wann immer ihr das Kreuzzeichen macht, dass durch das Kreuz Jesus regained our dignity. Jesus unsere Würde wieder zurückgewonnen hat. From the left side to right side. Von der linken Seite zur rechten Seite. With this faith, whoever make this sign of the cross, it's a guarantee that you will stand on the right side. Und wenn du mit diesem Glauben das Kreuzzeichen machst, dann ist es eine Garantie für dich, dass du zur rechten Gottes stehen wirst. We have a guarantee. Wir haben eine Garantie. Christ has already redeemed us. Christus hat uns schon erlöst. We have been created to stand at the right hand of the Lord. Wir sind erschaffen worden, um auf der rechten Seite Gottes zu stehen. I'm sorry, I am excited when I speak this. Also verzeiht mir, dass ich so aufgeregt bin, wenn ich darüber spreche. And this is the Inhalt. This is the content of our faith. Und das ist auch der Inhalt unseres Glaubens. And when you proclaim the credo, now onwards, when you say, I believe. Und ab heute, wenn du das Glaubensbekenntnis sprichst und sagst, ich glaube. I believe in God. Ich glaube an Gott. You must think you are like that God. Dann musst du daran denken, dass du so bist wie dieser Gott. But if anybody believe in reincarnation, aber that means jemand, that person cannot believe in the eternity. Aber wenn jemand an Reinkarnation glaubt, dann bedeutet das, dass er nicht an die Ewigkeit, an das ewige Leben glauben kann. This woman who came to me, then I explained this, she immediately knelt down and said, Thomas Paul, please. For me to give the divine wisdom to understand. Die Frau, die zu mir kam, die ich vorher erwähnte, die hat dann, als sie das erkannt hat, sich niedergekniet sofort vor mir und gesagt, Thomas Paul, bete für mich, dass ich göttliche Weisheit bekomme und das annehmen kann. I said, you are kneeling down in front of the Lord, not under me. Und ich sagte, du kniest in der Gegenwart des Herrn, nicht vor and mir. I pray for you. Und ich bete für dich. There is nothing you need to receive. You are already headed predestined to eternity. Und ich habe gesagt, es gibt auch nichts zu empfangen in dem Sinn, sondern du bist schon vorausbestimmt für die Ewigkeit. And in the catechism it says very clearly, oh, my God. As I opened, I got exactly the same word. Also ich habe jetzt genau die Katechismusstelle aufgeschlagen, die ich zitieren wollte, Artikel 1013. We shall not return to other earthly lives. It is appointed for men to die once. There is no reincarnation after death. In Artikel 1013 heißt es ausdrücklich, wir werden nicht mehr auf diese Erde oder in diese Erdenleben zurückkehren. Und es ist dem Mann so bestimmt, dass er einmal stirbt. Es gibt keine Reinkarnation nach dem Tod. So, in our life, once we are very clear about our origin, then only we can be clear about our destiny. Also wenn wir einmal Klarheit über unseren Ursprung bekommen haben, dann können wir auch Klarheit über unser Ziel bekommen. I feel so proud that I am like God. Ich bin so stolz, dass ich Gott ähnlich bin. And God is so happy to use me for proclaiming this message. Und Gott ist so glücklich, dass er mich verwenden kann, um diese Botschaft weiter zu verbreiten. Now, in this point of view, we must understand the original sin. Und aus dieser Sicht müssen wir auch die Erbsünde verstehen. So, even before the foundation of the world, God knew the man whom he created will have a weakness. Denn schon vor Erschaffung der Welt wusste Gott, der Mensch, den ich schaffen werde, wird eine Schwäche haben. Yes. The original sin, what was committed by Adam and Eve, happened in the presence of God. Die Ursünde, die Erbsünde, die von Adam und Eva begangen worden sind, die geschah in der Gegenwart Gottes. Why God allowed this? Warum hat Gott dies zugelassen? So these are the questions in a matured way we must think and pray. Das sind die Fragen, die wir auf eine reife Art und Weise durchüberlegen müssen. In the Catholic Catechism 412 says. Im Artikel 412 im Katechismus da heißt es. Why
Why did God not prevent the first man from sin? Warum hat Gott den ersten Menschen nicht vom Sündigen abgehalten? I don't read the whole thing. You can refer this paragraph 412 in the Catholic Catechism. Ich lese nicht den ganzen Artikel vor. Ihr könnt selbst Artikel 412 nachlesen. But the main point written here is a teaching from Saint Thomas Aquinas. Der Hauptpunkt hier ist eine Lehre von dem heiligen Thomas von Aquin. That God permits evil in order to draw forth some greater good. Also, dass Gott ein gewisses Böses zulässt, um etwas Größeres Gutes daraus erwachsen zu lassen. In St. Paul's teaching we learn where sin increases, the grace overabounds. Der heilige Paulus sagt dort, wo die Sünde groß geworden ist, ist die Gnade übermächtig geworden. In the Easter night exalted, when we sing, im exultet in der Osternacht, da singen wir. Oh, happy fault, which gained for us a great redeemer. Oh, glückliche Schuld, die so einen großen Erlöser hat. So, it is not that the sin just happened all on a sudden by the work of the devil. Also, es ist nicht einfach so, dass die Sünde plötzlich aufgrund des Wirkens des Teufels geschah. The teaching of the church says it is a great mystery. Die Lehre der Kirche selbst sagt, dass es ein großes Geheimnis ist. Even the original sin. Eben auch diese Erbsünde selbst. It was only after the passion, death and resurrection through the Holy Spirit one can understand the meaning of the original sin. Und erst nach Leiden, Tod und Auferstehung Jesu Christi durch den Heiligen Geist sozusagen konnte die Menschheit die Erbsünde überhaupt verstehen. Because Jesus said in the Last Supper discourse, John chapter 16:8. Jesus sagte bei der Rede beim letzten Abendmahl in Johannes 16:8. He says, when he comes, the Holy Spirit, he will reveal to you, convict you about sin. Sagt er, wenn er kommt, der Heilige Geist, dann wird er euch der Sünde überführen. It is not only about our personal sins, what's happening today, but it is about the original sin. Und da ging es nicht nur um unsere persönlichen Sünden, die wir heute begehen, sondern auch um diese Erbsünde. So it is not your fault or our fault, this original sin. Also diese Erbsünde ist weder deine noch meine Schuld. When I say this, I'm not telling or I'm not giving you a license to continue to sin because of original sin. Und wenn ich dies verkünde, dann gebe ich euch jetzt nicht eine Lizenz zum Weitersündigen. It is to understand the mystery of the sin. Sondern es geht darum, das Geheimnis der Sünde zu verstehen. The original sin happened through Adam and Eve. Happened in the presence of God. Die Erbsünde wurde von Adam und Eva in der Gegenwart Gottes begangen. God permitted this. Gott hat dies zugelassen. Because God is almighty. Weil Gott allmächtig and ist. And he already planned a scheme, a plan to sanctify man, to redeem this man from this sinfulness by sending his Son as a redeemer. Und er hatte schon den Plan parat, wie er sozusagen den Mensch wieder aus dieser Sündengefallenheit herausholt, indem er seinen Sohn als Erlöser schickt. Now this is the greatness of his mercy. Und das ist die Großartigkeit seiner Barmherzigkeit. Now can we see the mercy of God right in the Garden of Eden, even when God created man and woman? Also können wir jetzt auch die Barmherzigkeit Gottes schon sehen, als er im Garten Eden war mit Adam und Eva? The mercy was existing. Die Barmherzigkeit existierte because schon. Because God created man with this guarantee, I will be merciful to him. Denn Gott hat den Menschen ja erschaffen mit dieser Verheißung oder Garantie, ich werde barmherzig zu ihm sein. So we can see after the fall of the man, Adam and Eve, they covered themselves to cover their shame with the leaves of the leaves. Und wir können sehen, dass nach dem Fall des ersten Menschen er sich selbst mit Blättern bedeckt hat, um seine Scham zu bedecken. And they went and they have hided. Und sie gingen weg und versteckten sich. Now see the mercy is revealing. Und jetzt offenbart sich die Barmherzigkeit. God was so merciful to him. Gott war so barmherzig zum Menschen. This search, like yesterday I said about the shepherd searching the lost sheep. So wie ich euch gestern schon erzählte von dem Hirten, der dem verlorenen Schaf nachgeht. God started searching
the sheep. So begann Gott auch das Schaf zu suchen. And he began to say, Adam, where are you? Und er rief ihn, Adam, wo bist du? God knows where he is. Gott wusste ganz genau, wo er war. But Adam should know. Aber Adam sollte es that auch wissen. God is searching him. Er sollte wissen, dass Gott God nach is ihm sucht. Coming in search of him. Dass Gott ihm entgegenkommt auf der God Suche is, nach ihm. His voice communicates such a compassion to him. Und auch die Stimme Gottes kommunizierte schon so viel Mitleid für den Menschen. And then they found, he found him. Und dann fand er Adam. And in Genesis chapter 3, 21-22, we can see the great mercy of God is revealed. In Genesis 3, 21-22 sehen wir, dass diese große Barmherzigkeit Gottes völlig offenbart wird. This is actually known as the Proto-Evangelium, the first gospel. Dies ist auch bekannt als das erste Evangelium oder das Proto-Evangelium. We normally learn from childhood time that God banished them. God sent them out. Wir haben von Kindheit an gelernt, dass Gott sie verbannt hat aus dem Garten Eden, dass er sie weggeschickt hat. We thought it was like a punishment. Wir dachten, es ist eine Strafe. Now pay attention. Aber jetzt passt gut auf. Pray, O Holy Spirit, reveal to us that mystery of your compassion. Und bete jetzt, du Heiliger Geist, offenbare uns das Geheimnis deines Mitleides. And if you have that mind about the punishment, und wenn du auch diese Denkweise über Strafe hast, and then everywhere we also apply this punishment. Anybody, we apply the punishment. Dann werden wir selber auch überall diese Bestrafung anwenden an jeden. When you recognize the first instant God send them away, not to punish them, then your faith is like a puzzle put in an order. Also, in a proper way. Wenn du aber einmal erkennst, dass Gott sie nicht weggeschickt hat, um sie zu bestrafen, dann wird dein Glaube sich wie in ein ordentliches Puzzle richtig einfügen. If your faith is based on a punishing God, you will punish everybody. Wenn dein Glaube basiert auf einem strafenden Gott, dann wirst doch du einen jeden strafen. But if you understand and now once you are convinced God is not a punishing God, aber wenn du einmal überzeugt bist, Gott ist ja gar kein strafender Gott, then the inhalt, the content of the faith is clear. Dann ist der Inhalt deines Glaubens dir schon klar. What happened there? Was ist dort geschehen? These two sentences, you have zwei to analyze Sätze. Ihr müsst die analysieren. Chapter 3, verse 21 and 22. Also Genesis Kapitel 3, Verse 21 und 22. In 21 says, then God made a leather garment to clothe Adam and his wife Eve. In 21 heißt es, Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und bekleidete sie damit. God saw. What day? Why are you wearing such a bad thing? Cloth made out of leaves. No, you are my daughter. You are my son. I will give you a leather garment. Und Gott sagte vielleicht, warum habt ihr euch so schlechte Kleidung gemacht? Eine Bekleidung aus Blättern? Nein, das geht gar nicht. Ich mache euch eine gute Bekleidung. Leather garment. Aus Leder. Now we have to examine. Und wir müssen jetzt prüfen. We have to search. How God made leather. Wie macht Gott Leder? Yes, God can make leather anyway. Gott könnte Leder auf jede Weise herstellen. But many theologians says God made this leather from the animals, from sheep. Aber from viele lamb. Theologen sagen, dass Gott dieses Leder sozusagen aus einem Lamm gemacht hat. And now we can see the Lamb of God already appearing here. Und jetzt können wir sehen, wie dieses Lamm Gottes hier schon vorauftaucht. Yes. So God's salvation plan began to reveal here. Also Gottes Erlösungsplan begann sich hier zu offenbaren. This leather garment was like a prefiguration of the cloth of righteousness given to Adam and Eve. Dieses Ledergewand war sozusagen dieses erste Vorausbild auf das Gewand der Rechtfertigung, das durch Jesus Christus gebracht werden sollte. Before the foundation of gold, God created man to destined to heaven. Gott hat vor der Erschaffung der Welt den Menschen bestimmt für den Himmel. God knew very well this man may do this mistake. Gott wusste ganz genau, dass der Mensch diesen Fehler begehen wird. So God has already made a
redeeming plan for that. Und darum hatte Gott diesen Erlösungsplan schon parat. And God is giving them a guarantee of that. Und Gott gibt ihnen auch eine Garantie dafür. God might have said, my son Adam, my daughter Eva, don't worry. I am going to send my son Jesus in the fulfillment of time. Gott hat vielleicht gesagt, mein Sohn Adam, meine Tochter Eva, macht euch keine Sorgen, ich werde meinen Sohn Jesus schicken, wenn die Zeit erfüllt ist. And he will take away your sin by dying on the cross. Und er wird eure Sünde hinwegnehmen, indem er am Kreuz sterben wird. And this is the guarantee of that. Clothe yourself with that. Righteousness. Und dies ist meine Garantie, die ich euch gebe. Bekleidet euch mit dieser Gerechtigkeit. But now aber the next sentence says, der nächste Satz 22, sagt in Vers 22, then God said to Adam and Eve that you should not stay here. If you stay here, by chance you may pluck the fruit of the tree of life and eat it and become eternal. In Vers 22 heißt es, dann sprach Gott der Herr, seht, der Mensch ist geworden wie wir, er erkennt Gut und Böse, dass er jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt und davon isst und ewig lebt. We must understand here, there is a tree of life. Wir müssen hier erkennen, es gibt einen Baum des Lebens. If anybody eat from the tree of life, he will become eternal. He will live forever. Wenn jemand vom Baum des Lebens isst, dann wird er auf ewig leben. The first instance we think, oh, that is good to have eternal. Zuallererst denken wir mal, ah, das ist ja gut, wenn ich ewig lebe. But the situation of Adam and Eve, they are already in sin. Aber die Situation Adam und Evas war zu jener Zeit schon so, dass sie in Sünde gefallen waren. Because of their sin, their soul is dead. Their soul is in an evil situation. Und aufgrund dieser Sünde waren ihre Seelen schon tot. Sie waren in einer sehr bösen Situation. This situation can be changed only through coming of the Messiah, Jesus Christ. Und diese Situation konnte nur noch geändert werden durch das Kommen des Messias, Jesus Christus. He will redeem them by taking the sin upon himself. Er wird sie erlösen, indem er ihre Sünde auf sich nimmt. Only that way the sin can be redeemed. Und nur auf diese eine Weise kann die Sünde entfernt werden. So if before that, if they become eternal, also wenn sie vor diesem Zeitpunkt ewig geworden wären, they will become eternal in evil, in sin. Dann wären sie ewig böse geworden, ewig in der Sünde geblieben. And they will become like devil. Und dann wären sie wie Teufel geworden. Then they cannot be saved. Und dann hätten sie nicht mehr gerettet werden können. This is very difficult to understand. Das ist sehr schwierig zu verstehen. But I hope now you understand this. Aber ich hoffe, dass euch das jetzt klar ist. That the tree of life, dass der Baum des Lebens, anybody eat the fruit of the tree of life, become eternal. Dass jeder, der davon isst, von den Früchten ewig wird. But the situation of Adam and Eve is different. They are in a sinful situation. Aber die Situation von Adam und Eva war schon so, dass sie in Sünde gefallen waren. So in a sinful situation, und in dieser sündenvollen in Situation, an unworthy manner, und auf diese unwürdige Weise, if they eat the fruit of the tree of life, wenn sie die Früchte des Baumes des Lebens they gegessen will become hätten, eternal in evil. Wären sie ewig böse geworden. So God the Father so compassionately considered the situation. Und Gott der Vater hat so voll Mitleid diese Situation berücksichtigt. And the Lord God Father might have told them in this way. Und Gott Vater wird ihnen wahrscheinlich auf diese Weise gesagt haben, my children, meine Kinder, situation will be very dangerous if you stay here. Die Situation ist wirklich sehr gefährlich, wenn ihr weiter hier like bleibt. You did in the first instance, you may do again. Denn so wie ihr das erste Mal vom Baum gegessen habt, werdet ihr es wieder tun. And then I cannot help you. Und dann kann ich euch nicht mehr helfen. I will not allow that you be lost, whom I have created in my own image. Aber ihr seid meine Schöpfung. Ich habe euch nach meinem Bild gemacht und ich werde nicht erlauben und nicht zulassen, yes, dass ihr verloren geht. That's the point. Und das geht. Therefore, now I am going to close this garden.
Und darum werde ich jetzt gehen und den Garten It's for your verschließen. good. Es ist zu eurem You go Heil. out now. Und ihr müsst jetzt I will weggehen. Protect you with the garment of righteousness, the clothes which I am giving you with the leather. Ich werde euch beschützen jetzt mit diesem Rock aus Fell, mit diesem Ledergewand, das ich euch geben you, werde. Nor your children or your children's children should not come to this area. Und weder ihr noch eure Kinder noch eure Enkelkinder dürfen mehr in diesen Garten When hinein. When I send my son Jesus, he will open the heaven after redeeming the fault you have done. Aber wenn ich Jesus meinen Sohn sende, dann wird den Himmel öffnen, nachdem sozusagen euch erlöst hat. And that is why God banished them, sent them out of the garden. It was not for punishing them. Und das war der Grund, warum Gott Adam und Eva aus dem Garten Eden weggeschickt hat, nicht sie zu bestrafen. Believe this. Glaub dies. Oh Holy Spirit. O Heiliger Geist. Help me to have this understanding. Hilf mir, dieses Verständnis zu bekommen. Help me to know the truth. Hilf mir, die Wahrheit zu kennen. Oh Holy Spirit, help me to know the truth. Heiliger Geist, hilf mir, die Wahrheit zu kennen. Jesus said, when he comes, he will lead you to all the truth. Jesus sagte, wenn kommt, der Heilige Geist, wird euch in alle Wahrheit einführen. And he has come. Und ist gekommen. My dear friends, let us add a little more to this. What happened then to Adam after the passion, death of resurrection Meine of Jesus? Meine lieben Freunde, betrachten wir weiter, was mit Adam passiert ist nach Leiden, Tod und Auferstehung Jesu. So when Jesus came, He took the sin upon him. Also als Jesus kam, nahm seine Sünde auf sich. And whose sins he took? Also wessen Sünde? He in fact took the sin of the Adam, the original sin. Und zwar die Erbsünde, die Sünde Adams. That is what he took upon himself. Die hat auf sich selbst geladen. So, and all the consequences and the punishments and the curses of the sin he took upon himself. Und alle Konsequenzen, alle Flüche und alle Bestrafungen für diese Sünde. And he died. Und starb. That means he gave his life to Adam and Eve. Das bedeutet, gab für Adam und Eva sein Leben. And all the children of Adam and Eve. Und für alle Kinder von Adam und Eva. That means to the whole humanity. Das bedeutet für die ganze Menschheit. And he was buried. Und wurde begraben. Now we know in the Credo we say he was buried and he went down to hell. Wir wissen, dass es im Credo heißt, dass begraben worden ist und ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Now he went down to the place of the dead to redeem them. Also ging jetzt hinunter in dieses Reich des Todes, sie zu erlösen. He went down to redeem the people before his coming, to redeem them, to raise them to heaven. Also ging hinab in das Reich des Todes, die Menschen, die vor seinem Kommen gelebt haben, zu erlösen und in den Himmel zu bringen. In paragraph 635 says, in Artikel 635 heißt Christ es, Christ went down into the depths of death, so that the dead will hear the voice of the Son of God. Also Christus stieg hinab in die Tiefen des Totenreichs, damit die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. And so that they will live. Damit sie leben. And here it is written further, he has gone to search for Adam, our first father, as for a lost sheep. Und weiter heißt es, Jesus ging dort hinab auf der Suche nach Adam, unserem ersten Vater, so wie auf der Suche nach dem verlorenen Schaf. Yes, and he said, he said, I am your God. Und sagte, ich bin dein Gott. Who for your sake have become your son. Der zu deinem Heil dein Sohn geworden ist. I order you, O sleeper, to awake. Ja, ich befehle dir, O Schläfer, dass du aufwachst. I did not create you to be a prisoner in hell. Ich habe dich nicht dazu erschaffen, dass du ein Gefangener der Hölle bist. Raise from the dead. Und steh auf von den Toten. For I am the life of the dead. Denn ich bin das Leben der Toten. This is the solid mystery which we have to understand. Das ist dieses solide Geheimnis, das wir verstehen müssen. That God raised Adam and Eve from the dead to heaven. Gott hat Adam und Eva von den Toten auferweckt und in den Himmel genommen. Yes. In the sense, he saved them and took them their soul to heaven. Und es deutlicher zu sagen, hat sie gerettet und ihre Seelen in den Himmel genommen. Imagine when Jesus, after the resurrection,
What a victory he has. Und stellt euch vor, nach der Auferstehung Jesu, in was für einem Sieg er gewesen ist. The Good Friday and the Easter Sonntag, Easter also, Sunday. Wir nehmen jetzt den Karfreitag her und den Ostersonntag. In that Saturday, God, through Jesus Christ, went down and saved the whole humanity up to Adam and Eve. Also an diesem Samstag ging Gott in der Gestalt des Sohnes in dieses Totenreich hinab und rettete alle, die ganze Menschheit sozusagen, die dort wartete, who were born before Christ. Die vor Jesus geboren waren und gelebt hatten. Because they were not able to experience the salvation because the Savior had to come and he must take the sin of the people. Denn Sie konnten diese Erlösung noch nicht erfahren, denn der Erlöser war noch nicht gekommen. We can see in Old Testament lot of sin happening. Wir sehen, dass im Alten Testament viel Sünde geschehen ist. Even Solomon, he had 1000 wives. Salomon hatte tausende Frauen. He used to worship the wives. He used to worship the gods of their wives. Und er hat die Götzen auch seiner Frauen angebetet. Sometimes we think, why? This man, in spite of such a wisdom, how he became such a great sinner. Und wir denken dann manchmal, dieser Salomon, dieser weise Mann, wie konnte der zu so einem großen Sünder werden? The first reason is, there was no way for salvation. Das erste war, es gab diesen Weg der Erlösung noch nicht. Jesus Christ had not yet come. Denn Jesus Christus war noch nicht gekommen. Only through Jesus Christ the sin could be taken away. Denn nur durch Jesus Christus konnte die Sünde hinweggenommen werden. Even King David. Auch König David. He was also in sin. Er war auch in Sünde. So today we are in a much better situation. Wir sind heute in einer viel besseren Situation. But let me complete that. When Jesus went to heaven. Lasst mich fertig sprechen. Als Jesus in den Himmel ging. In his, what would be the scene in heaven? Wie war diese Szene da vielleicht im Himmel? Isn't it beautiful to think? Ist es nicht schön, darüber nachzudenken? 33 years back, Jesus came down from heaven. 33 Jahre zuvor kam Jesus vom Himmel herab. And after his life in the earth, nach seinem irdischen Leben, his passion and death, war sein Leiden und sein Tod. He brought, first of all, Adam and Eve and all the descendants into heaven. Und danach brachte zuerst einmal Adam und Eva und all ihre Nachkommen in den so Himmel. So there might have been a great joy as soon as Jesus reached heaven. Adam and Eve came and they were in a great joy. Und da war bestimmt eine große Freude im Himmel, als Jesus ankam. Imagine this. Ja, stellt euch das Imagine vor. This. Stellt euch das vor. So, if Adam and Eve, who were the origin of the original sin, also, if they are in heaven. Also wenn Adam und Eva, die der Ursprung aller Sünde waren, im Himmel sind, then should you worry about anything? Dann solltest du dir über irgendetwas Sorgen machen. Then don't you feel confident that you also will receive the redemption in fullness in Jesus Christ dann and you will reach heaven or not? Hast du nicht die Zuversicht, dass du auch in diese Fülle der Erlösung durch Jesus Christus kommst und in den Himmel kommst oder nicht? My dear friends, meine lieben Freunde, it is difficult to believe these things. Es ist schwierig, diese Dinge zu glauben. Let us pray. Beten wir. O Holy Spirit, o Heiliger Geist, help me. Hilf mir. O Holy Spirit, o Heiliger Geist, fill me. Füll mich. With a new understanding. Mit einem neuen Verständnis. O Holy Spirit, o Heiliger open Geist, the wisdom of God. Öffne mir die Weisheit Gottes. And when we believe this, und wenn wir dies glauben, this power of God will transmit into us. Dann wird diese Kraft Gottes uns umwandeln. And the healing will take place. Und Heilung wird stattfinden. Deliverance will take place. Befreiung wird that stattfinden. Is in fact the power of the resurrection. Und das ist durch die Kraft der Auferstehung. Power of passion and resurrection. Kraft von Leiden und Auferstehung. Now I am invoking this power of passion and resurrection. Und ich rufe jetzt diese Auferstehungskraft an. Oh Lord Jesus. O Herr Jesus. You are the risen Lord. Du bist der Auferstandene Herr. You already redeemed Adam and Eve. Du hast Adam und Eva schon erlöst. You already redeemed the whole humanity. Du hast die ganze Menschheit schon erlöst. We believe this, Lord. Wir glauben dies, in Herr. No other name there is salvation other than the name of Jesus. In keinem anderen
anderen Namen ist das Heil als nur im Namen Jesu. Right from the sin of the Adam, Jesus has already taken over and redeemed. Und von der Sünde Adams an hat Jesus schon alle Sünden auf sich genommen und erlöst. We have a saving God, not a punishing God. Wir haben einen rettenden Gott, keinen strafenden Gott. We have a merciful God. Wir haben einen barmherzigen Gott. A compassionate God. Einen mitleidvollen and Gott. And that Lord is with you. Und dieser Herr ist mit euch. Oh Holy Spirit. Oh Heiliger Geist. Help us, Lord. Hilf uns, empower Herr. Us, Lord. Stärke uns, Open Herr. The mystery of faith in us. Öffne diese Glaubensgeheimnisse in Heal uns, us, Herr. Lord. Heile uns, Deliver Herr. Us, Lord. Befreie uns, Heal Herr. Us, Lord. Heile uns, empower Herr. Us, Lord. Stärke in uns, the name Herr. Of Jesus. Im Namen Jesu. I pray bete ich for transmitting this power to everybody who hear me now. Damit diese Kraft überfließt an alle, die mir jetzt zuhören. Whoever is suffering with any type of sicknesses. Wer auch immer an irgendeiner Art von Krankheit leidet. Now what I see is the sicknesses related to head. Was ich jetzt sehe, sind alle Krankheiten, die den Kopf betreffen. Even cancer in the brain. Oder auch Krebs im Gehirn. Even tumor in the brain. Gehirntumor. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Touch everybody down. Berühre alle her. Tumor in the brain. Tumor im Gehirn. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Heal. Heile. All sicknesses related to alle Krankheiten, die sich auf den Kopf beziehen. Blood clot in the head. Blut, das im Kopf stockt. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Heal everyone, Lord. Heile alle, Herr. And also the nervous problem, nerve problem in the neck. Auch alle Nervenprobleme, Nervenbahnen im Nacken. Oh, Holy Spirit, oh Heiliger Geist, heal everybody heile alle, who has the nerves problem, die Nervenprobleme so haben, psychological sicknesses, die auch psychische Krankheiten oh, haben. Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, touch everyone who has psychological problems. Berühre jeden, der psychische Probleme hat. Touch everyone who has nerves problems. Berühre jeden, der Nervenprobleme hat. Heal the nerves, Lord. Heile die Nerven, heal Herr. All the nerves. Lord. Heile all die Nerven, touch Herr. The central nervous system. Berühre das zentrale Nervensystem. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Be healed. Sei geheilt. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Be healed. Sei geheilt. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. I believe, Lord. Ich glaube, you Herr. You are almighty. Du bist allmächtig. You are the savior of the world. Du bist der Retter der Welt. You created me, Lord. Du hast mich erschaffen, like Herr. You. Wie dich. God created me like Gott God. Hat mich wie Gott geschaffen. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Let us recollect now all what point we heard. Also alle Punkte, die wir jetzt gehört haben, lasst uns zusammenfassen. Let us think, what is the most important point you liked in today's talk? Lasst uns nachdenken, was der wichtigste Punkt für euch war, den ihr am meisten mochtet. Take into heart. Und nehmt ihn ins Herz. Oh, Holy Spirit. Oh, Heiliger Geist. Help me to know more about it. Hilf mir, mehr darüber zu erfahren. Help me to know the mystery of the faith. Hilf mir, die Geheimnisse des Glaubens Help zu wissen. Help me to know the content of the faith. Hilf mir, den Inhalt meines Glaubens Help zu kennen. Help me to know the truth. Hilf mir, die Wahrheit zu kennen. Do not be a punishing person. Dass ich nicht eine strafende Person bin, but a compassionate person, sondern eine mitleidvolle a Person, merciful person, eine barmherzige Person. Do not be like a Pharisee, dass ich nicht wie ein Pharisäer but bin, like a merciful father, sondern wie ein barmherziger Vater. All this will happen, all dies wird geschehen, when we recognize, wenn wir erkennen, our God is a loving God. Dass unser Gott ein liebender God Gott ist. Is good. Dass Gott gut ist. God is good. Dass Gott gut Only ist. Good thing can come from him. Und dass nur Gutes von Gott kommen kann. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you for the new awareness about the banishing of Adam and Eve from the garden. Danke für dieses neue Bewusstsein, warum du Adam und Eva aus dem Garten weggeschickt hast. Thank you, Father. Danke, Vater. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. My dear friends, meine lieben Freunde, I welcome you to write if you have any doubts.
Ich bitte euch, dass ihr uns schreibt, wenn ihr Zweifel habt. I will be pleased to clarify that with the references of the teachings. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich das bei euch klarstellen könnte mit Bezug dann auf die Lehre. I can also talk to you. Ich kann auch zu euch sprechen. I can help you. Ich kann euch helfen. You can write to us. Ihr könnt uns schreiben. office@3ltv.com is our email. Unsere E-Mail-Adresse ist office@3ltv.com. And our telephone number for WhatsApp and SMS. Für SMS, WhatsApp-Nachrichten oder Anrufe. International code 0043. Ist die Vorwahl nach Österreich 0043. 680-401-401-5800. 5800. All these episodes are also now available in the YouTube site of 3ltv.com. Diese Episoden können jetzt auch nachgesehen werden auf der YouTube-Seite von 3LTV. You can go to YouTube and type 3LTV.live. Ihr könnt ihr geht auf YouTube und gebt ein 3LTV live. Point live. And then you will find so many episodes there you can see. Die Abendbrot. Und da, dort werdet ihr alle diese Episoden von dieser Serie Abendbrot finden. And go to the playlist, so one after another you can see that. Also ihr klickt dort auf die Playlist und dann könnt ihr eins nach dem anderen ansehen. See the previous episodes. Ihr könnt die vorigen Episoden sehen. You can send it to your friends. Ihr könnt sie an eure Freunde schicken. God bless you. Gott segne euch. Amen. Amen.